Gummibärchen. Oh, nicht doch. Nimm nicht so viel Gas weg. Oh Mann. War er der Förster oder wollte er kacken im Wald? Oh, Pötenitz. Ich glaube, das hier war schon vor der Wende, war das hier schon Sperrgebiet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das noch Osten ist oder ob das schon Westen ist. Auf alle Fälle nah an der Grenze. So, jetzt fahren wir drin nach Travemünde. Und dann geht es mit der Fähre über den Trival. Oh Mann, mein Bruder verschnarcht die coolsten Kurven, ey. Ich kann so schön durch die Kurven ziehen. Nur die eine Kurve jetzt hier, die jetzt kommt mit 30. Die ist kacke. Also da kann man wirklich 30 nur fahren, ey. Weil nämlich der Kurvenradius sich nämlich in der Kurve ändert. Und wenn man da zu schnell reinhackt, könnte es passieren, dass man geradeaus fährt. Aua! Ja, die Straße ist ja auch richtig schlecht. Aber das ist sie schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Ah! Oh, das war zu weit vorne am Tank mit der Eier. Das war doof! Nichts passiert! Zum Glück haben wir eine Fähre auf unserer Seite. So, dann geht es jetzt auf die Fähre und dann machen wir, na, der ist ja kacke. Der hätte uns auch vorne lassen können. Vorne auf der Fahrt in die andere Richtung, da hatten wir einen richtig coolen, der hat uns da vorne geschickt und hat uns auch gleich vor allen anderen fahren lassen. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ah, ich habe gerade mit meinem Bruder geschnackt. Warum er denn jede Kurve verpennt? Ja, vollgefressen von Omas Geburtstag. Und ja, ist ein bisschen müde und schwerfällig. Es schlägt sich auch so ein bisschen auf den Kreislauf nieder. Und er sieht schon geringfügig ein paar Sternchen. Ja, jetzt wollen wir erstmal an die Tanke ranfahren und ein bisschen Red Bull tanken. Obwohl es bei mir eigentlich geht. Ich bin ganz gut fit. Aber auch mal zum Kaffee. Da gab es fette Torte. Alter, die war geil. Also jetzt nicht, also geschmacklich war es jetzt nichts Besonderes, aber mächtig, Alter, war das Stück war bestimmt, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber 10. Ich will jetzt ein bisschen die Hunde ärgern hier. Ich will jetzt nicht mehr. Scheiße, ey. Mann, ich will euch ruhig über Kuchen erzählen. Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber 10-15 cm waren die Stücken bestimmt hoch.
Also richtig fett. So Kirsche, Himbeer und Stachelbeer-Sahnetorte. War schon pornös. Du bist voll der Hundequäler! Und wieder Blinker vergessen. So. Ist da Pfütze gewesen, Alter. Joa. Aber wenigstens vergisst er nicht, seinen Blinker auszumachen. So, wir haben jetzt gerade wohl getrunken und jetzt bin ich wach. Ich war ja vorher schon wach, aber jetzt bin ich noch viel hellwacher. Ja, also wir fahren jetzt hier aus Travemünde wieder raus und jetzt kommt eine 70er-Zone und jetzt muss ich ganz schnell fahren. Und alles ist viel schneller, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Und ich bin jetzt total wach, ganz wach, noch viel wacher, als man wach sein kann. Nein, ganz so schlimm ist nicht. Na, Moment, jetzt schon, wir haben es jetzt kurz nach 6. Aber wird schon recht kühl jetzt. Ich merke auch gerade. Mein Bruder ist jetzt wieder wacher, der gibt wieder ein bisschen mehr Gas. Oh Mann ey, die Leute, die schlafen in ihren Autos. Das ist unglaublich, ey. Wie kann man nur so pennen auf der Landstraße? Unglaublich. Meine Fresse, ey. Mein, gut, jetzt ist hier 70, aber da wo die 100 fahren können, fahren die ja auch nicht mal 70, ne? So, 70 Ampel bedeutet, nach Ampel 70, nicht mehr. Kannst du gebe Gas, fahren 100. Und was machen die? Fahren weiter 70. Und nein, sie fahren 80. Mensch, Jungs, ihr seid ja richtig die Gangster, ey. So, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt ist 70 aufgehoben. Mal sehen, ob die es checken. So, ganz groß, 70 aufgehoben. Und? Na? Ja, nö. Nix. 70. Ja, bremst mal noch. Ey, du fährst nur 70, du Bauer, Alter. Boah, Alter. Noch mehr Vollpfosten. So, hier im Ort ist 70. Und sie fahren 50. Was für Vollpfosten hier überall, ey. Meine Fresse, ey. Wie kann man nur so behindert im Kopf sein und Schilder nicht lesen können? Ja, 70. Ganz groß. Sind alle kurzsichtig? Da vorne ist ein Wohnmobil, der Wichskopf. Der Schild da vorne. So eine blöde Kackaffenbirne. Alter, ey. Ich hasse solche Opfer, Alter. Ja, bremst doch noch. Halt doch gleich an in der Kackkurve hier, ey. Geistig behinderte Leute, ey. Ich meine, ich habe nichts gegen geistig Behinderte. Ganz und gar nicht. Aber warum müssen die dann im Auto vor mir fahren? 30 sind die gefahren, das ist los. Hä? 30? Ja. Dann bin ich da vorbei, dann gehen wir um die Sache. Ja. Logisch, ich wäre da schon längst vorbei. Ja, 70. Ja. Aber das ist immer so, das ist da grundsätzlich so. Schön Ostsee. Oh, ja. Ostsee. Behinderte Kackaffen, Alter. Oh. Und wieder die nächsten Bleppos, die zu blöd sind, in den Kreisverkehr reinzufahren. Ja, genau.
Schön blinken, wenn man in Kreisecke reinfährt. Richtig. Was das denn? Ja, man merkt, mein Bruder ist wieder wach. Okay. Definitiv ist er wach. Meine Güte. So macht Vorankommen doch Spaß. Das ist natürlich schon geil, ne? Mit meinem 25er kann ich mit meinem Bruder zusammen nicht so fahren. Das ist dann halt, du musst echt vorfahren und ich gebe dann das Tempo an. So ist natürlich schon noch mal einiges geiler. Aber ich muss das echt auf Reihe kriegen, dass ich genug Kohle zusammengespart kriege, dass ich mir eine große kaufe. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann auch in Richtung Supersportler gehen wird. Weil macht bis jetzt absolut Spaß. Ich meine, mein Bruders Karre zu fahren hat auch Spaß gemacht, aber irgendwie macht mir die Kiste von Ice-T noch mehr Spaß. Und auch, dass man nicht so im Wind hängt, gefällt mir sehr gut. Oh Mann. 0,5 Cola. Zum Mittagessen schön 4 Tassen Kaffee zum Kuchen und eben Red Bull an der Tanke. Ich muss jetzt ganz schön pissen. Eieieiei. Die Blase drückt. Da drängelt er hinter mir so. Ich kann auch nichts dafür, dass die da vorne schlafen, ey. Das nervt immer, dieses Gedrängel von den Autos, ey. Fickt euch doch, Junge. Ich zupfe einmal am Gas und bin ich. Bringt euch gar nichts, wenn ihr mit dicht auffahrt. Ganz im Gegenteil. Wenn ich zu sehr nervt, nehme ich Gas weg. Fertig ist die Laube. So. Mein Redebedarf ist dann jetzt auch gestillt. Deswegen werde ich mich jetzt. Deshalb werde ich mich jetzt auch verabschieden. Kamera lasse ich laufen, solange wie sie läuft, bis der Akku leer ist. Vielleicht passiert ja noch irgendwas, was ich mit in den Vlog dann reinnehme. Ansonsten, ja, sage ich dann mal, haut rein, grüßt die Enten und tschüss!